Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute zeige ich euch, wie ihr cool mit Contrast und Layering einen Echsenmenschen bemalen könnt. Für das Farbschema habe ich mich an Boxart orientiert und die Farben gleich gewählt. Ich finde einfach dieses Zusammenspiel von den dunkelblauen Schuppen mit der helleren Haut und dann diesen krassen roten Schild ist einfach super ausschlaggebend für Echsenmenschen und es passt einfach perfekt zu ihnen. Zuallererst habe ich meinen Echsenmenschen mit Wraithbone grundiert. Ich habe extra Wraithbone benutzt, da es einen etwas wärmeren Ton gibt als zum Beispiel pures Weiß oder Grau. Und bei Contrastfarben ist ja die besondere Eigenschaft, dass die Farbschicht, die unter den Contrasts liegen, das Contrast sehr stark beeinflussen. Deswegen ist für meine Echse Wraithbone die perfekte Wahl. Angefangen habe ich also damit, den gesamten Echsenmenschen mit Haut und Schuppen komplett mit Achillean Green zu contrasten. Hierbei kann man direkt darauf achten, dass das Contrast nicht zu sehr poolt. Gerade auf den glatten Hautstellen darf es nicht zu stark und intensiv sein. Das merkt man aber relativ schnell, wenn die Farbe zu dick wird. Wenn ihr mal zu viel Farbe auf dem Pinsel habt, dann verstreift sie einfach quer über das Modell. Ihr könnt dann euren Pinsel auch einfach kurz etwas abtupfen und an Stellen, wo ihr noch zu viel gepoolt habt, es hinterher nochmal wegtragen. Gerade hier am Ende, nachdem ich den gesamten Echsenmenschen gecontrastet habe, nehme ich mir nochmal ganz fein den Pinsel und suche nach Orten, wo es zu stark gepoolt hat, um das dann nochmal wegzumachen. Danach kümmere ich mich erstmal um die Haut. Ich benutze hier jetzt erstmal Zotac Green, um die glatten Flächen wieder sauber und glatt zu ziehen. An so glatten Stellen ist das Contrast leider nicht so gut dafür geeignet, wirklich ja, harmonisch zu arbeiten. Deswegen machen wir hier die Fläche einfach wieder schön einheitlich, damit sie nicht fleckig wird. Habe ich das überall gemacht, nehme ich mir als nächstes Temple Guard Blue und fange jetzt an, langsam zu den helleren Stellen der Haut zu schichten. Hierbei gehe ich wirklich einfach nur mit dem Temple Guard Blue hin, verdünne es mir etwas leicht mit Wasser auf der Nasspalette und akzentuiere alle Hautschichten. Bei dem Echsenmenschen schaue ich natürlich aber gerade an der Bauchregion, dass ich da nicht zu viel Temple Guard Blue lasse, da das Zotac Green da eigentlich schon einen schönen Schatten bildet und an der Stelle ja auch nicht wirklich viel Licht ans Modell käme. Auf der Kopfplatte benutze ich das Temple Guard Blue in einer ganz besonderen Art und Weise. Denn wenn ich diese Fläche so akzentuieren würde wie den Rest vom Modell, sehe es einfach zu langweilig aus und auch etwas unsauber. So eine Fläche bietet sich aber wunderbar dafür an, ein wenig Textur reinzubringen. Gerade weil ja auf den Punkt des Modells besonders viel Licht scheint. Dafür nehme ich einfach nur den Pinsel und setze ihn immer in der Mitte der Fläche an und ziehe ihn nach und nach außen zu meiner Kante. Dadurch kriege ich diesen leichten Stricheffekt und das macht einfach so viel mehr her. Gerade da das ja ein Punkt des Modells ist, wo man eigentlich immer hinguckt. Danach wiederhole ich das Ganze mit Baharov Blue, allerdings jetzt wirklich nur noch super fein und an den obersten Flächen und Kanten der Haut. Den Schritt, den wir eben auf der Kopfplatte mit dem Temple Guard Blue gemacht haben, wiederholen wir hier natürlich jetzt nochmal mit dem Baharov Blue. Hierbei müssen wir nur darauf achten, dass wir die Striche kürzer setzen, also näher zum Rand, sodass man in der Mitte auch noch genug von den Temple Guard Blue Strichen übrig hat. Die Schuppen sehen jetzt natürlich noch etwas langweilig aus und stechen auch nicht wirklich heraus. Dafür nehmen wir unser Achillean Green und verdünnen es zu gleichen Teilen mit Contrast Medium. Warum benutze ich Contrast Medium, nicht Wasser? Das ist eigentlich relativ einfach, denn Wasser bricht die spezielle Oberflächenspannung von Contrasts. Und dadurch würde es viel zu sehr verwässern und einfach nur ja, auf dem Modell weglaufen. Contrast Medium macht das Ganze nicht und behält quasi die Struktur eines Contrasts bei, macht es aber leichter und weniger deckend. Wenn ich jetzt einfach eine pure Schicht Achillean Green nochmal über die Schuppen drüber gemacht hätte, würden sie deutlich dunkler werden und das wäre mir schon zu dunkel. Deswegen nehme ich hier das verdünnte Achillean Green, da ich dadurch nochmal ganz leicht die Schuppen abdunkel, aber eben nicht zu stark. Um die Schuppen jetzt nochmal ein kleines bisschen mehr hervorzuheben, nehme ich mir ein paar Schuppen, die immer um die Schulter und um die Oberschenkeln liegen. Als allererstes nehme ich dann Zotac Green und male diese Schuppen nochmal ganz stumpf Zotac Green aus. Das geht relativ einfach, gerade wenn ihr die Seite vom Pinsel nehmt und nicht die Spitze, könnt ihr teilweise direkt mehrere erwischen, ohne dass ihr direkt wieder in die Rille malt. Denn die Rillen zwischen den Schuppen sollen schön dunkel bleiben. Als nächstes nehme ich mit Temple Guard Blue und akzentuiere jetzt auch nochmal ein paar dieser Schuppen. Hierbei schaue ich allerdings, dass ich maximal 50% jeder Schuppe akzentuiere und zwar immer die 50% oder eben weniger, wenn es kleinere Schuppen sind, die nach oben hingucken. Kommen wir nun zum auffälligen Schild von dem Echsenmenschen.
Dieses soll richtig schön intensiv rot werden. Dafür benutze ich erstmal Flash Terror Red Contrast und bemale damit das gesamte Schild. Auch hier ist das Wraithbone einfach die ideale Grundierung dafür, da es einfach diese warme Leuchtkraft des Flash Terror Reds unterstützt, was ein Weiß oder zum Beispiel ein Grayseer eben nicht tun würde. Ist das Contrast komplett getrocknet, nehme ich mir erstmal Mephiston Red und male ähnlich wie bei der Haut ein paar Stellen, die zu fleckig geworden sind, nochmal etwas glatter. Danach kommen wir zum ersten Kantenhighlight. Das machen wir mit Evil Sun Scarlet und hierbei müsst ihr beachten, dass ihr wirklich nur die oberen drei Kanten, wenn überhaupt, einer Schuppe bemalt. An manchen Schuppen, die etwas schräger liegen, müsst ihr sogar nur die oberen zwei Kanten bemalen, aber eben, dass wir diesen leichten Hellverlauf nach oben hinweg haben. Passen uns die Kanten mit dem Evil Sun Scarlet, machen wir das Ganze jetzt noch einmal mit Trollslayer Orange. Und hiermit gehe ich jetzt fast nur noch über die oberste Kante der jeweiligen Schuppen, außer bei den ganz großen, da kann man teilweise nochmal zwei Flächen mitnehmen. Und so sieht dann auch der fertige Echsenmensch aus. Ihr seht, dass selbst wenn alle restlichen Details bemalt sind, das rote Schild und die blaue Haut einfach am meisten rausstechen. Und deswegen war es mir da so wichtig, schöne, intensive, leuchtende Farben zu benutzen. Und das war's auch schon wieder. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr vielleicht als nächstes sehen wollen würdet. An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Diamond, Freddy, Frederik, Gotrek, Gonison, Jan, Julian, Juxe, Korugawa, Marco, Shayalin, Alex, Armin, Don Vittorio, Freckel, Gunni, Halim, Hopfi, I Love You Not, Kilian, Lord Sicilius, Matthias, Max, Michael, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick W., Pingu Tobi, Sumsi und Talon. Falls ihr uns außerdem kostenlos unterstützen wollt, schaut doch einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links zu unseren Partnern PK Pro und Taschengelddieb. Und falls ihr regelmäßig bei Amazon einkauft, macht das doch auch einfach über den Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal!